Wolfgang Holbein. Der deutsche Fantasy-Autor, speziell 90er Jahre, der nicht nur meine Kindheit verzaubert hat, sondern gleich die vieler Fantasy-Liebhaber-Zöglinge. Der, dessen Bücher oftmals auch in zweifacher Ausführung in meinem Regal standen und gleich nicht nur ein, sondern gleich zwei Regalbretter damit einnahmen. Ein Autor, den ich ob seines grandiosen Schreibstils, seiner Fantasie, seiner bezaubernden Charaktere schier vergötterte. Er war mein großes Idol. Ich wollte so werden wie er, nur in weiblicher Ausführung und ohne Bart bitte. Ich hatte sie alle. Märchenmond, Märchenmonds Kinder, Märchenmonds Kindeskinder und Märchenmonds Stiefenkel der Mutter seiner Katze. Ich besaß 13, Midgard, das Druidentor, wie sie noch alle heißen. Und ich besaß ein von ihm selbst signiertes Buch. Damals auf der Feenkon in Bonn, irgendwann zwischen 2002 und 2004, traf ich ihn vor Aufregung zitternd und bat um ein Autogramm. Dieses Buch war mein heiliger Gral. Nun, das war einmal. Mittlerweile kann ich kaum mehr eines seiner Bücher lesen und mir alle Zeilen lang an den Kopf zu greifen, vor fremdbezogener Scham rot zu werden oder das Buch von einem Oh mein Gott untermalt wieder vorzulegen. Die Bücher sind ein wandelndes, in sich geschlossenes Klischee. Nebst zwar fantasievoller, doch darum nicht weniger unlogische Handlungen finden sich Fragmente, die typisch Holbein sind. Die einen nennen es romantisch verklärt, es ist wie nach Hause kommen. Andere verdrehen die Augen ob der zahlreichen Abkupferung Holbeins seiner selbst von Buch zu Buch. Immerhin, er ist damit erfolgreich und manch einer wäre gerne ein Autor mit solchen Auflagen. Warum eigentlich wäre gerne? Es ist doch so einfach. Man muss nur wenige Punkte beachten und schon kann man selber ein Buchmarke Holbein verlegen lassen. Die beste Nachricht? Ihr könnt es hier und jetzt lernen. Wie werde ich also zum Holbein in 5 Schritten? Schritt 1. Der Held. Stell dir einen normalen Jungen mit Shirt und Jeans vor. Er soll nichts können und wenn er etwas kann, dann sowas Profanes wie Briefmarken einkleben oder fantasievolle Löcher in die Luft starren. Sportlichkeit und gutes Aussehen oder gar Beliebtheit sind tabu. Erfahrung hat er bislang keine sammeln können. Obwohl Fadencharakters, ist er innerlich jedoch unglaublich stark. Eine grundeigene Stärke, die er zwar bislang niemals unter Beweis stellen brauchte, aber dennoch massiv vorhanden ist. Er wird im Laufe der Geschichte vielleicht einen Fuß auf den finsteren Pfad setzen, dann jedoch selbstbewusst das Kinn anheben und wieder den richtigen Pfad entlang schreiten. Merke, der holbeinsche Held hat nie ein Schwertkampftraining absolviert und ist sich keiner Muskulatur bewusst. Dennoch verleiht ihm ein spontan zugeworfenes Schwert die Fähigkeiten eines Waffenmeisters. Parieren? Kein Problem. Lass ihn das jedoch immer mit einem gewissen Staunen untermalen. Huch, ich hätte nie gedacht, dass ich das kann. Ebenso erstaunlich ist sein Mut und seine Hilfsbereitschaft. Sein Motto, lasst mich ruhig zurück, ihr könnt es auch ohne mich schaffen, ich halte sie auf und rette danach noch die Welt vom Untergang. Flach statt tief, denn Held soll eine leere Leinwand sein. Wage es bloß nicht, ihm besonderen Tiefgang oder gar Charakter zu geben. Seine Funktion ist es, der Spiegel des Lesers zu sein. Schritt 2, die Sidekicks und Mitläufer. Da dein Held angeblich nicht der Stärkste und Klügste ist, braucht er Gehilfen. Zum einen einen Jungen seines Alters, dessen Markenzeichen stets jugendliches Temperament und unüberlegtes Handeln sind. Natürlich, denn nur so, mit einem fehlerhaften Vergleich, kann der Held umso mehr glänzen. Dieser gleichaltrige Junge weiß zwar viel mehr über die fantastische Welt und deren Geheimnisse als der unwissende Held, doch viel mehr Fähigkeiten, trotzdem wird ihn der Held schnell in allem überholt haben. Füge noch 2, 3 Stereotypen hinzu. Ein weiser, freundlicher Mann mit vorzugsweise langem Bart etwa, der dem Helden hin und wieder den Weg weist. Der große Brummbär, der zwar alles kurz und klein hauen kann, aber im Herzen ein urfreundlicher Mensch oder Bär ist und in seiner Freizeit selbst gepflückte Gänseblümchen sammelt. Zelebriere die Stereotypen. Wichtiger Faktor in einem holbeinschen Jugendbuch, der kleine Sidekick. Es ist klein, es ist putzig und es hat eine verdammt große Klappe. Denk dir irgendein x-beliebiges, handliches Tier aus und verleihe ihm die Fähigkeit zu sprechen. Fortan wird es fröhlich herummeckern und für nötigen Humor sorgen. Lass es nicht unsympathisch meckern. Merke, es soll und muss dabei stets süß bleiben. Schritt 3, die Handlung. Der Klassiker. Junge findet Tor zu einer fremden Welt, fällt hindurch und findet sie im Kampf gut gegen Böse wieder, den nur er entscheiden kann und wird. Klassiker Nummer 2. Junge lebt bereits in einer fremden Welt und findet sich im Kampf gut gegen Böse wieder, den nur er entscheiden kann und wird. Klassiker Nummer 3. Junge befindet sich in der realen Welt, Monster fallen durch ein Tor aus der fremden Welt in die seine und finden sich im Kampf gut gegen Böse wieder. Man füge wahllos ein paar fantastische Elemente ein, würze es mit geheimnisumwobenen Orten und erstelle eine ominöse Legende oder Weissagung. Falls dir Lücke und Fehler in der Handlung auffallen, ignoriere sie. Die wird später ohnehin niemand bemerken.
wichtig, vergiss nicht, deinen Helden ab und an ohnmächtig werden zu lassen. Ohnmächtigkeit ist der beste Weg, ein neues Kapitel einzuläuten. Schritt 4, der Schreibstil. Wiederholungen sind deine neuen besten Freunde. Meide sie nicht, fordere sie heraus. Schreibe von deinen vorausgegangenen Publikationen und vom vorherigen Kapitel ab. Das ist keine Schwäche, sondern kreative Freiheit und ein gutes Recht. Tell, don't show. Etwas ist unheimlich, hässlich oder schön? Fein, schreibe es genauso. Verliere keine Worte darüber, verbreite keine Atmosphäre. Wenn du gerade keine Ideen hast, nutze das Adjektiv unbeschreiblich. Das sagt schließlich schon alles aus. Das Monster sah unbeschreiblich hässlich aus. Perfekt. Wichtig, wenn etwas geschieht, sage nicht genau was. Schreibe, irgendetwas geschah. Vergiss die Geheimnisse und witternden Punkte dabei nicht. Dialoge müssen nicht feinsinnig sein. Ein Ich? Du? Wirklich ich? Reicht vollkommen. Schritt 5. Das Ende. Mach es bloß nicht zu überraschend. Das muss es schließlich auch nicht sein. Ende gut, alles gut, lautet die Devise. Auch musst du am Ende nicht alles erklärt haben. Lass den Leser ruhig über logische Mängel rätseln. Lass es auch nicht zu ausschweifend werden. Es kann ganz knapp gehalten werden. Ungefähr so wie der 5. Schritt hier. Und Ende gut. Nichtsdestotrotz hat mich der gute Herr Holbein zusammen mit seiner Frau erst richtig in das Fantasy-Genre eingeführt und mich zu einem wirklich ernsthaften Schreibversuchen verführt. Vielen Dank dafür. Zu ein paar Büchern der Holbein-Familie greife ich auch immer noch gerne. 13, Unterland und Asteroiden zu etwa mag ich zum Beispiel wirklich gerne. Meine Kinder würden Whiskers kaufen. Holbein-Bücher geschenkt bekommen.